Heute stellen wir Ihnen den Dräger DrugCheck 3000 vor, unseren neuen kompakten Drogenschnelltest auf Speichelbasis. Dabei möchten wir Sie zugleich mit dem Testablauf vertraut machen. Mit dem Einweg-Test-Kit testen Sie eine Person gleichzeitig auf die 5 häufigsten Substanzklassen: Kokain, Opiate, Amphetamine, Methamphetamine und Cannabis. Innerhalb kürzester Zeit und direkt vor Ort können Sie diese Substanzen eindeutig nachweisen. Sicher, sauber, schnell. Sie benötigen dazu nicht einmal eine Stromquelle. Bevor Sie mit der ebenso einfachen wie sicheren Probennahme beginnen können, müssen Sie das Testkit zunächst aus der hygienischen Einzelverpackung nehmen. Für alle Fälle ist der Testablauf noch einmal auf der Rückseite dokumentiert, Schritt für Schritt. Das Testkit besteht aus einem Probennehmer mit Farbindikator zum Sammeln einer Speichelprobe, den Sie zunächst entnehmen, und einer Testkassette für die Analyse. Um eine Speichelprobe zu entnehmen, bewegen Sie den Probennehmer ca. 10 bis 15 Sekunden lang im Mund, unter der Zunge und in den Wangentaschen hin und her. Dabei darf nicht am Probennehmer gesaugt oder gekaut werden. Entfärbt sich der rote Farbindikator am Mundstück vor Ablauf dieser Zeit, dann können Sie die Probennahme vorzeitig beenden. Nun stecken Sie den Probennehmer bis zum Anschlag in die trichterförmige Öffnung, sodass die Ampulle mit der Pufferflüssigkeit im Inneren der Testkassette zerbricht. Es darf dabei zwischen Probennehmer und Testkassette kein Spalt bleiben. Schütteln Sie das Testkit so lange, bis sich der rote Indikatorring vollständig entfärbt hat. Halten Sie das Testkit senkrecht oder stellen es auf einer geraden Oberfläche ab. Wie man sieht, hat sich der Indikatorring entfärbt. Der Dräger DrugCheck 3000 bietet Ihnen die Möglichkeit, sich für eine schnelle oder sensitive Messung zum Nachweis von THC zu entscheiden. Dabei müssen die jeweiligen Warte- oder auch Vorinkubationszeiten unbedingt eingehalten werden. Vollständige Angaben zur Wartezeit der THC-Messungen und zu den Grenzwerten in Nanogramm pro Milliliter für alle Substanzen finden Sie auf der Verpackung des Dräger DrugCheck 3000. Trennen Sie nach Ablauf der Wartezeit die Sicherungslasche vollständig nach unten ab. Dann drücken Sie den Probennehmer in aufrechter Position bis zum Anschlag in das Testkit hinein. Der Test wird jetzt gestartet. Die Kontroll- und Testlinien erscheinen nach etwa 2 bis 3 Minuten. Danach können Sie die Ergebnisse ablesen. Zeigt das Ergebnis im Sichtfenster sowohl im oberen Kontrollbereich mit C gekennzeichnet, als auch bei den nachzuweisenden Substanzen im Bereich darunter überall rote Kontrolllinien, so ist der Test gültig und negativ. Das bedeutet, es wurde keine der 5 Substanzen erkannt. Dabei steht auf der linken Seite MET für Methamphetamine und THC für den Wirkstoff von Cannabis, auf der rechten Seite steht AMP für Amphetamine, OPI für Opiate und COC für Kokain. Erscheint im oberen Kontrollbereich eine Linie, aber keine Linie neben einer der Substanzen, ist der Test positiv. Hier ist der Test gültig und positiv für Opiate. Sollte eine der roten Kontrolllinien innerhalb von maximal 10 Minuten nicht zu sehen sein, ist der Test ungültig. In unserem Fall ist der Test negativ. Ein Glück für unsere Testpersonen.